In der Notaufnahme befasst sich das Team der Klinik am Südring jetzt mit der 65-jährigen Uta. Die Lehrerin ist völlig durch den Wind, denn bei ihr wurde eingebrochen. Darf ich mal, setzen Sie erstmal die Maske auf. Das ist meine Schwiegermutter. Also auch Frau Seibert dann. Genau. Wir waren heute beim Einkaufen in der Stadt. Und da Uta starkes Sodbrennen mal wieder hatte, sind wir früher nach Hause als vorgesehen gekommen, da sie ihre Tabletten vergessen hat. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, haben wir ihre Wohnung total verwüstet aufgefunden. Und dadurch ist auch meine... Wissen wir nicht. Auf jeden Fall hatte ich meinen Kleinen auf den Arm. Deswegen ist Uta nach unten gegangen in den Keller und wollte nämlich nachschauen, was da für Geräusche von unten kommen. Und hat sich dabei dementsprechend auch verletzt. Ja, ich fand, die Frau Seibert ist ja wirklich sehr mutig. Also bei einem Einbruch in den Keller zu gehen, ohne zu wissen, ob da noch jemand ist. Aber eigentlich hätte sie besser die Polizei direkt anrufen sollen. Ich hatte Angst, er wäre vielleicht noch da und die Familie ist in Gefahr. Dann habe ich mich da aufgeratscht. Da war so ein Nagel, der aus der Wand raus war. Ein Nagel war der, so ein alter Rostiger wahrscheinlich auch noch, ne? Genau. Tetanus geimpft sind Sie? Ja. Das ist sehr gut. So, wir würden das jetzt einmal machen, dass wir das desinfizieren und dann gucke ich mir das nochmal an. Ja, ich mach's mal sauber. Ordentlich machen, ja. Okay, und ansonsten haben Sie aber keine Verletzung? Also ich bin dann auch gestürzt und ich habe jetzt so Schmerzen hier unter der linken... Frau Seibert, vielleicht möchten Sie sich einfach mal hinlegen, dann können wir da mal genau gucken. Ich helfe Ihnen einmal. So, ich mache mal ein bisschen Platz. Mach das mal hier hoch. Ja, machen Sie mal hoch. Oh ja, da sieht man ja schon ein großes Hämatom. Mhm. Weil ich halt auch noch gestürzt bin. Sind Sie denn auch auf den Kopf gestürzt? Nee. Hämatome sind immer ein Zeichen dafür, dass es im Inneren blutet. Da muss man natürlich ganz besonders hellhörig werden. Sowas kann von Frakturen ausgehen, aber eben auch von inneren Verletzungen, die ein erstes zartes Hinweischen sind. Und es können aber trotzdem gehörige Blutungen dahinter stecken. Hatten Sie denn schon die Polizei benachrichtigt? Ja, haben wir. Wir haben schon eine Anzeige erstattet und ja, die versuchen jetzt da nachzuschauen, was da los ist. Okay, also Spurensicherung und so, da ist alles da. Genau, okay. Die Polizei war da. Ich gehe einmal wieder rüber, dann lasse ich dir mal Platz. Genau, vielleicht legen Sie ihn einfach so ab, ja. Genau, weil so kann er ruhig liegen und ich kann mich dann ein bisschen besser drum kümmern. Ne? Also Frau Seibert, die Wunde würden wir jetzt einmal reinigen und da würde ich aber weiter jetzt nichts machen. Das sieht nicht sehr tief aus, das würden wir so abheilen lassen, wir würden ihn aber gleich dann Verband drum machen. Super. Ne? Okay, das andere ist, Sie haben da ja ein großes Hämatom, das zeigt natürlich, dass Sie an... da auf der Thoraxseite, also im Brustkorb, auch verletzt sind. Da würde ich gerne ein Röntgen machen. Im Moment sind Ihre Lungen gut belüftet, das können wir ganz genau, konnte ich jetzt abhören. Ne? Aber wir müssen trotzdem zur Sicherheit ein Röntgenbild machen, weil wenn es da zu einer Fraktur gekommen ist und sie verschiebt sich möglicherweise, kann die Lunge in Gefahr sein und das wollen wir einfach abklären. Ja? Dauert das ja lange. Der Ben muss auch was essen. Ich ruf gleich den David an. Ich rufe den gleich an, mach dir keine Sorgen, lass dich erstmal verarzten. So, dann dürfen Sie nämlich jetzt auch dann gleich den Mundschutz erstmal wieder abnehmen. Vielleicht weiß ich auch, wer das war, Jana. Ich habe jetzt nachts so oft einen Anruf mal, also nicht nur einmal, viermal oder so. Der hat dann immer aufgelegt, wenn ich dran gegangen bin. Du hast einen Anruf nachts bekommen? Ja. Mehrmals. Haben Sie eine Vermutung, wer das sein könnte? Ich habe halt gedacht, weil ein Junge aus der Schule, der hat sich so über seine Benotung geärgert. Ach, Sie sind Lehrerin. Uta, du hast bei uns überhaupt nichts erzählt. Weißt du David davon? Nein. Angerufen hat, um zu hören, ob jemand zu Hause ist. Ich wollte mir Sorgen machen. Ich wollte lieber, dass ich das irgendwie rauskriege. Weil wenn ihr da noch Sorgen habt und wegen dem Ben und so, ich wollte euch davon verschonen einfach. Also man hört ja öfter, dass Einbrecher vorher noch bei den Leuten zu Hause anrufen, um zu gucken, ob wirklich jemand da ist. Und vielleicht, so wie die Frau Seibert es gemeint hatte, kann es ja sein, dass dieser Anrufer immer vorher gecheckt hatte, ob jemand da ist und dass sie vielleicht an diesem Tag gerade in dem Moment nicht zu erreichen war. Gut, also die Polizei haben Sie auf jeden Fall informiert. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie noch jemanden anrufen möchten. Ich rufe den jetzt gleich an. Ich rufe den an. Genau, Frau Seibert, und Sie würden wir dann jetzt in die Radiologie fahren. Ich hole die Medikamente in der Tasche. Ich hole schon mal ein Stühlchen, ne? Medikamente, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ich habe schon so lange so Sodbrennen. Also es ist so oft, dass ich gar nicht irgend so was Scharfes oder so esse, dass es aber so mit mir spricht, sage ich immer, ne? Also so ein Sodbrennen extrem häufig.
Das habe ich jetzt noch nicht gehört, die Formulierung, dass es mit Ihnen spricht. Aber können Sie sich denn da verständigen? Also mit den Medikamenten kommen Sie klar? Das sind so Tropfen. Ja, ja, die nehme ich dann immer und dann geht das. Gut, dann würde ich sagen, einmal zur Radiologie. Genau. Passen Sie auf mit den Füßen. Super. So? Genau. Dankeschön. Dass sich tatsächlich kein unzufriedener Schüler an der alleinstehenden Berufsschullehrerin rächen wollte, sondern es für den mysteriösen Einbruch einen völlig anderen Hintergrund gibt, soll die 65-jährige Uta, aber vor allem Schwiegertochter Jana zutiefst entsetzen. Also, ich muss Ihnen sagen, also meine Schwiegermutter, die ist, ihr Mann ist verstorben vor einem Jahr. Ach so, okay. Und wir haben eine Anliegerwohnung bei uns im Haus. Und eigentlich war sie für jemanden anderen vorgesehen, von einem Arbeitskollegen von meinem Mann. Aber da wir sie nicht alleine lassen wollten, weil natürlich so ein großes Verlust schön, ist. Ja, wenn man Familie hat, ne? Genau, deswegen. Und dadurch, dass ich vor einem halben Jahr meinen Kleinen bekommen habe, natürlich können wir auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und da ist sie wirklich ein Gold wert. Und die wohnt jetzt bei uns unten. Ist manchmal auch ein bisschen, meint es viel zu gut mit ihren Fürsorge, sag ich mal. Ja, da muss man sich halt dann arrangieren, ne? Genau, hat Vorteile und Nachteile. Das ist natürlich so schlimm, auch. Dass ihr was zugestoßen ist. Frau Seibert, ich würde einfach sagen, wenn Sie jetzt telefonieren machen Sie das in Ruhe. Es dauert jetzt einen Moment und dann sehen wir uns. Alles klar. Ja? Vielen Dank. Bis dahin, Frau Seibert. Während ihre Schwiegermutter Uta radiologisch untersucht wird, hofft die Mama des kleinen Ben, dass sich die hilfsbereite Oma Uta keine inneren Verletzungen zugezogen hat. Unterdessen wird es in der Notaufnahme gleich brandgefährlich. Guten Tag, die Damen, hallo. Guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, meine Frau ist hier. Wer ist denn Ihre Frau? Die Frau Weibrich, die Uschi. Und die ist hier wegen einer Nussallergie. Okay, weißt du, wo wir sie hingebracht haben? Nee, muss ich auch. Gut. Ich wollte sie eigentlich abholen, ne? Okay, ja. Wir klären das gerade mal. Alles klar. Ja. Guck mal gerade, ne? Weil wir. So heiß. Was denn? Alter Schmiede, was ist denn los? Ich weiß nicht, er meinte, irgendwas wird heiß. Dann kommen Sie gerade mal mit. Besucher Marcel trägt etwas in der Hosentasche, das bei Ehefrau Uschi eigentlich für wohlige Gefühle sorgen sollte. Warum das aber nun im wahrsten Sinne in die Hose gegangen ist und was den brennenden Schmerz verursacht, gelangt jetzt an die Oberfläche. So, Achtung, wir schneiden das einmal hier auf. Ja. Weg. Kaputt, ne? Ja, das ist ein Taschenwärmer. Ein Taschenwärmer kann tatsächlich bis zu 80 Grad heiß werden. Und man hat herausgefunden, dass einer Temperatur von 52 Grad Celsius, dass das sogar die Haut schädigen kann. Meine Frau, die hat immer so kalte Hände und irgendwie nutzt die Wollten so solche Dinger. Wollen Sie das mitbringen oder was? Ja, aber schauen Sie mal hier, das ist der ganze Was ist das denn? Das ist vom Taschenwärmer, ne? Ja, das ist der Inhalt da. Das knirscht ist kaputt gegangen, ne? Wissen aber was? Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Wahrscheinlich wollten Sie das Ihrer Frau mitnehmen. Ja, sicher. Und haben den Schlüssel da in der Hosentasche gehabt. Und möglicherweise hat der Schlüssel, da ist ja so ein Metallplättchen drin, wissen Sie? Dass das ausgelöst worden ist und dann fängt diese Flüssigkeit an, direkt zu kristallisieren und wird warm. So funktionieren ja die Taschenwärmer. Das haben Sie wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass Sie das aus Versehen wahrscheinlich durch die Bewegung ausgelöst haben. Dummerweise ist das Teil hier nur irgendwo kaputt. Das ist jetzt, also ich konnte es ja selber kaum anfassen. Die werden schon richtig heiß, ne? Aber irgendwo, da. Da ist sehen es kaputt. Sie? Da. Ja. Da. Können Sie es hier sehen? Ja. Gucken Sie mal, und das passt mit dem Schlüssel. Sie können, glaube ich, den Mund-Nasen-Schutz einmal kurz abnehmen. Geht das denn wieder weg mit der Verbrennung? Ja, das geht wieder weg. Ich würde jetzt, wir machen da, das tut im ersten Moment selbst. Wir machen da jetzt eine Salbe drauf. Das so lassen, oder? Wir machen eine Salbe drauf. Die Verletzungen, die Herr Weibrich sich am Oberschenkel zugezogen haben, waren jetzt nicht so schlimm. Verbrennung ersten Grades, auch wenn es gehörig wehgetan hat. Hier war die Diagnose schnell gestellt. Bei der anderen Patientin war es so, dass wir eigentlich eine Diagnose rausbekommen wollten und dabei zufällig was ganz anderes noch entdeckt haben. Ob es sich dabei um die Ursache für das unangenehme Sodbrennen bei Lehrerin und Einbruchsopfer Uta handelt, erfährt Janas Schwiegermama erst nach dem Röntgen. Kurz zuvor aber trifft ihr Sohn David ein. Der Kindsvater von Ben spielt allerdings nur den Ahnungslosen. Das ist mein Mann. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten einen Einbrecher im Haus. Die Wohnung deiner Mutter ist komplett verwüstet und sie hat sich dabei, in den Keller reinzugehen, hat sich verletzt. Deswegen sind wir auch jetzt hier. Ach du Scheiße. Kann ich dir aber weiter erklären später. Wir können auch erstmal reingehen. Ja, gut, ich muss mal nach hinten schauen. Okay. Ja, als der Sohn kam, war er ja schon sehr besorgt um seine Mutter.
Aber irgendwas stimmte nicht mit ihm. Er wirkte so ein bisschen ja, zurückhaltend, würde ich schon fast sagen. Ne? Und dann irgendwann brach es heraus. Ich dachte, vielleicht brechen die als nächstes bei euch auch ein. Ach, und der nicht, Ben Angst, und kommen nicht wieder. Dann würde ich lieber vielleicht bei euch wohnen. Was? Ich habe da unten Angst. Ja, also das kannst du gerne machen. Nein, auf gar keinen Fall. Für dich? Ja. Ich hab auch Sorgen. Ich mach mir auch Sorgen. Ich brauch auch meine Ruhe. Nur bis die Polizei. Kann ich immer in unser Privatleben kommen. Die ganze Zeit steht auch nachts vor der Tür, wenn der Kleine schreit. Irgendwo reicht's doch auch. Ist doch okay. Ich mach nur Sorgen. Ja, wir machen uns alle Sorgen. Weil die Einbrecher kommen nicht wieder. Es gibt keine Einbrecher. Ich hab das inszeniert, weil ich meine Ruhe brauche von dir. Ja, ich brauch meine Ruhe. Du gehst uns auf die Nerven. Du stehst ständig in der Wohnung, andauernd hier, da, für Sorgen. Ist doch okay, aber irgendwo reicht's doch auch. Ja, aber wenn das so schlimm ist, warum haben Sie nicht mit ihr geredet? Hab ich schon tausendmal versucht. Da rede ich gegen eine Wand. Weil ich weiß nicht, wenn jetzt die Polizei involviert ist, dann ist ja alles ein bisschen Es ging nicht mehr anders. Ne? Es ging nicht mehr anders. Wir kennen das ja alle, dass es Familienverhältnisse gibt, wenn man zu eng aufeinander wohnt, dass es dann schon mal ja, zu Reibereien kommt. Und auch in diesem Fall war es ja so, dass die Mutter ja doch ziemlich viel Nähe gesucht hatte, was ihm, dem Sohn, nicht so gepasst hatte. Aber dann so eine Sache aufzureißen mit einem Einbruch war ein bisschen too much. Bist du eigentlich wahnsinnig geworden? Wahnsinnig? Tust du sowas ich deiner Mutter? Ich wäre wahnsinnig geworden, ja. Weißt ich war du, kurz was davor, das für Folgen haben konnte? Dass okay, sie eine kleine einmal Verletzung hat. Das ist dein Glück. Ich gehe einmal ganz kurz dazwischen. Die Ärztin, die hat nämlich viel zu tun. Die wollte einmal ganz kurz sagen, was beim Röntgen nur so rausgekommen ist. Und dann klären sie alle familiären Sachen vielleicht später. Okay? Gut, also wir haben ja ein Röntgenbild angefertigt und da kann ich auch erstmal Entwarnung geben, was die Rippen angeht. Also da ist keine Rippe gebrochen. Da muss man sich ja immer ein bisschen Sorgen machen. Wir haben aber was anderes rausgefunden. Das hat jetzt aber mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun. Sie haben nämlich einen sogenannten Zwerchfellbruch, so wie es aussieht. Da passiert Folgendes, dass im Prinzip die Speiseröhre hochrutscht in den Brustraum, ja, weil da so viel Platz ist, und zieht den Magen ein Stückchen mit. Und dadurch funktioniert der Verschlussmechanismus vom Magen nicht mehr. Und das verursacht das Sodbrennen. Das heißt, das, was Sie jetzt nehmen, die Mittelchen, die können nur kurzfristig helfen. Langfristig wird das nichts geben. Ich würde Sie da an die entsprechenden Kollegen überweisen, dass man da noch mal eine Kontrastmitteluntersuchung vielleicht macht oder auf jeden Fall auch eine Magenspiegelung. Und dann werden die das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen. Ne? Wenn Sie jetzt keine Fragen haben, würde ich dann auch direkt weitergehen. Ja, okay, gibt es noch Klärungsbedarf? Ja. Ich habe leider auch zu viel zu tun. Ein paar Fragen an meinen Sohn. Aber an mich jetzt nicht mehr. Nee, vielen Dank, Frau. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, ja? Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Bis gleich, tschüss. Ne? Ja, tschüss. Danke dir. Also, was habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast die Wohnung verwüstet, du hast auch immer angerufen. Ja, es ging nicht anders. Wie dann rauskam, war der Sohn auch bei diesen Anrufen beteiligt und hatte versucht, seine Mutter anscheinend Angst einzuflößen. Und ja, keine gute Idee, kann ich dazu nur sagen. Und ich hoffe mal, also er hat sich auch einsichtig gezeigt, dass es in Zukunft nicht mehr zu solchen Geschichten kommt, sondern dass er das Gespräch sucht. Also, aber ich habe das doch jetzt zur Anzeige gebracht. Das ist ja die Konsequenz tragen, dass ich verrückt gemacht. Aber ich kann ja mal überlegen, ob ich vielleicht wirklich dann eine andere Lösung finde, dass ich mir eine Wohnung in der Nähe suche oder so. Eine Wohnung in der Nähe soll sich für die engagierte Oma des kleinen Ben als goldrichtig erweisen. Utas Sohn David hat sich inzwischen aufrichtig bei der 65-Jährigen entschuldigt und auch Ehefrau Jana konnte ihm nach vielen Gesprächen verzeihen.